Liebe Freunde von Renovabis, ich spreche zu Ihnen aus der Ukraine. Ich bin der Präsident der Caritas Ukraine und ich möchte Sie aufmerksam machen auf die soziale Lage in der Ukraine im Zusammenhang mit dem Krieg, der nunmehr im vierten Jahr in der Ukraine im Osten des Landes sich ausbreitet. 4 Jahre des Krieges haben eine schreckliche Statistik gebracht. Wir haben 4,4 Millionen Menschen, die vom Krieg betroffen sind, darunter 580.000 Kinder. Wir haben 3,8 Millionen Menschen, die Hilfe brauchen, die in Not leben, darunter 1 Million Kinder. Wir haben über 10.000 Tote in diesem Krieg. Wir haben über 24.000 Verletzte dieses Krieges. Das sind Menschen, die in diesem Krieg verletzt wurden und die heute oftmals ein ganzes Leben lang Hilfe brauchen werden. Wir haben offiziell 1.600.000 Binnenflüchtlinge, die ihre Heimat verlassen mussten, ihre Häuser verlassen mussten und die in anderen Landesteilen versuchen, ihr Leben neu aufzubauen, weil es zu gefährlich ist, dort zu leben, wo sie bisher gelebt haben. Wir haben eine schreckliche Lage in den Gebieten, die heute nicht von der ukrainischen Regierung kontrolliert sind. Wir können uns kein Bild machen darüber, wie die Menschen dort gezwungen sind zu leben. Denn viel medizinisches Personal, viel Pflegepersonal, viele Leute, die soziale Dienstleistungen gewährt haben, sind aus diesen Landesteilen geflohen, weil es zu gefährlich war, dort zu leben. Ich spreche jetzt nicht von der Vergangenheit. Die Gefahr besteht auch heute. Auch heute noch kommen täglich Menschen um in diesem Krieg, der sich in Europa ausbreitet. Auch heute noch werden Menschen verletzt, sowohl durch Gefechte als auch durch Minen, die explodieren. Die Leute können ihre Felder nicht bebauen, denn es ist zu gefährlich, weil die Felder vermint sind. Kinder können nicht zur Schule gehen, denn es ist zu gefährlich, weil sie auf Minen treten können. Das ist die Lage, die wir heute im Osten des Landes haben. Wir haben 3 Zonen. Das ist die Zone, die nicht von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird. Wir haben die Bufferzone, das ist die Zone, die die Kontaktlinie ausmacht, 15 Kilometer von beiden Seiten zur Kontaktlinie, in der heute Menschen leben, aber in denen es zu leben sehr gefährlich ist. Und wir haben natürlich den Rest des Landes, wo 1,6 Millionen Menschen eine neue Heimat finden wollen, neue Möglichkeiten finden wollen, um zu überleben, um nicht in der Gefahr zu sein. Wir haben heute soziale Probleme, die so weit gehen, dass Menschen, die geflohen sind aus den gefährlichen Gebieten, zurückkehren zur Gefahr, weil sie es nicht schaffen können, ein neues Leben aufzubauen, denn sie brauchen Hilfe. Wie wirken sich diese Gegebenheiten auf die Menschen, auf die Einzelschicksale aus? Wenn ich in der Westukraine, in der Ostukraine bin, in den Gebieten, wo wir als Caritas den Menschen helfen, hört man erstaunliche Geschichten. Ich bin mit einer meiner Sozialarbeiterinnen in Wohnungen gegangen, wo alte Menschen allein leben und wo die Sozialarbeiter der Caritas Hilfe leisten. Und das war eine erstaunliche Begegnung mit einem alten Ehepaar. Der Mann war ein behinderter Mensch, dem ein Bein fehlte. Und seine Frau war sehr schwer krank und er konnte eigentlich nicht mehr zurechtkommen mit der Familie. So kam jeden Tag die Helferin der Caritas Ukraine, um diesen Menschen Nahrung zu bringen, um den Menschen Lebensmittel zu bringen, um ihnen im Haushalt zu helfen, um ihnen zu helfen, dort zu leben, wo sie bisher gelebt haben. Als wir auf dem Rückweg waren von dieser Familie, erzählte mir die Sozialarbeiterin der Caritas, dass sie auch aus den Kriegsgebieten fliehen musste. Und dass sie einen jetzt nunmehr 5-jährigen Sohn hat, der mit 3 Jahren noch sprach und nach mehreren Bombennächten in den Keller geschossen die Sprache verloren hat. Ein Kind von nunmehr 5 Jahren, das nicht mehr sprach aufgrund der Kriegserlebnisse, dass sie dieses Kind im Krieg, in den Bombardements dieses Krieges erlebt hat. Das ist die Lage in der Ukraine. Und zwar in der Ostukraine, denn im Westen des Landes, im Zentrum des Landes, sieht man wenig von diesem Krieg. Wir wissen nur, dass immer wieder Soldaten in den Krieg ziehen müssen und oftmals getötete Soldaten zurückkommen aus diesem Krieg. Das sind Menschen, deren Familien heute Begleitung brauchen. Das ist eine Arbeit, die Caritas heute in der Ukraine leistet.
Sie kann diese Arbeit nur leisten, weil sie Hilfe bekommt. Weil sie Hilfe bekommt, auch aus dem Ausland, auch von Freunden, wie den Freunden von Renovabis, die uns helfen, diesen Menschen zu helfen in dieser schwierigen Lage. Aber das sind nicht die einzigen Probleme. Wir sind in der Ukraine in einem der ärmsten Länder Europas, die in dieser Lage noch viel mehr Schwierigkeiten bekommen haben durch den Krieg. Einem unabsehbaren Krieg, einem Krieg mit unabsehbarem Ende. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg sich hinziehen will. Es ist nur wichtig zu wissen, auch für Sie zu wissen, dass dieser Krieg auch weiterläuft, obwohl er heute kaum noch in den Medien in Erscheinung tritt. Es ist ein vergessener Krieg und es ist eine unsichtbare Not der Menschen. Denn wenn wir die Menschen auf der Straße sehen, sehen wir nicht, wie viel sie brauchen, wie viel sie zu leiden haben. Wir sehen nicht ihr seelisches Leid, aber wir sehen auch nicht ihr körperliches Leid. Viele Menschen brauchen Nahrungsmittel, brauchen Unterkunft, brauchen Medizin, brauchen auch Begleitung. Die Kinder brauchen Ausbildung und Schulen. All das hilft die Caritas mit aufzubauen, mit Hilfe ihrer Partner aus dem Ausland. Ich spreche Sie heute an, damit Sie diese Hilfe auch weiterhin gewähren. Unterstützen Sie Renovabis, damit Renovabis uns unterstützen kann, damit wir den Menschen Hilfe leisten können in dieser schwierigen Zeit. Vielen Dank für Ihre bisher geleistete Hilfe. Auf Wiedersehen.